Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Mein Name ist Martin Sachsenweger. Ich bin heute wieder unterwegs, um schöne Fotos zu machen. Ich nehme euch heute mit in die sächsische Schweiz, genauer gesagt zum bekannten Lilienstein und noch genauer gesagt zur Wetterkiefer. Ich habe mich hier heute Morgen hochgeschwungen, um einen schönen Sonnenaufgang zu erleben. Ich hoffe, das wird auch heute was. Aktuell sehen die Bedingungen wirklich super gut aus. Ich würde euch empfehlen, dran zu bleiben. Also, wenn dich das hier heute interessiert, fotografieren in der sächsischen Schweiz, dann bleib dran. Also, eines der bekanntesten Fotomotive hier in der sächsischen Schweiz, die Wetterkiefer. Hier sehen wir sie alleine auf ihrem Tafelberg oberhalb der Elbe. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, wie es hier aktuell ausschaut. Richtung Tschechien ist es, da reißt es ein bisschen auf. Über mir ist eine dicke Wolkendecke. Wenn wir ein bisschen Glück haben, geht die Sonne später da hinten auf, sodass sich der Himmel auch noch schön rot färbt. So ist es jedenfalls heute vorhergesagt. Der Aufstieg hier zum Lilienstein oder zur Wetterkiefer, der ist nicht ganz ohne. Da solltet ihr auf jeden Fall trittsicher sein, nicht allzu schweres Gepäck dabei haben und eine einigermaßen gute Kondition haben. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, gute Kondition. Ich bin jetzt auch ganz schön ins Pumpen gekommen. Ja, so ist das halt, ne? Wenn man weniger Touren macht, dann ist man auch weniger in Form. Ja, und es gibt zwei Aufstiege hier hoch zum Lilienstein oder zur Wetterkiefer. Es gibt einmal den Nordaufstieg und den Südaufstieg, beziehungsweise eigentlich sind sie betitelt als Nordabstieg. Und ich habe mich heute für die Nordabstiegsvariante entschieden. Habe ich das letzte Mal, als ich hier war, auch und habe es nicht bereut. Der geht relativ gerade unterhalb des Liliensteinberges vorbei. Relativ gerade, so ein Kilometer. Und dann aber richtig steil auf, also 20 Minuten Treppen ist schon nicht ganz ohne. Der andere ist ein bisschen länger, der andere Weg ist nicht ganz so anstrengend am Ende. Den werde ich gleich mal zurückgehen und mal schauen, ja, was mich dort erwartet. Der Parkplatz hier unten, der Wanderparkplatz am Lilienstein, kostet 5 Euro Tagesticket. Finde ich, ist in Ordnung. Wobei wir Fotografen, wir gehen ja meistens eh nur zum Sonnenaufgang hier hoch. Ja, und bezahlen muss man den Parkplatz erst ab 6 Uhr. Ich bin momentan hier noch alleine, das wird sich aber gleich ändern. Ich habe nämlich gesehen, hinter mir kommen noch oder sind noch ein, zwei Autos gekommen. Und ich bin mir sicher, die wollen nicht im Dunkeln durch den Wald spazieren, sondern auch ebenfalls hier hoch. Ich bin früh aufgestanden, das war jetzt heute meine Absicht, ganz früh aufgestanden, um hier auch der Erste am Spot zu sein, um mir einfach auch den besten Platz zu sichern. Also hier oben ist es relativ eng, ich zeige euch das mal. Ja, ihr seht also, hier kann man sich aufbauen zum Fotografieren. Mein Rucksack liegt hier schon und von hier aus fotografiert man dann quasi in diese Richtung mit der Wetterkiefer. Ja, sieht doch ganz cool aus, wie ich finde. Aber hier sind halt höchstens Platz für zwei, drei Stative und dann wird es schon richtig eng. Man will ja hier auch nicht runterfallen. Hier geht es halt ein paar hundert Meter weiter runter. Um an diesen Spot hier zu kommen, müsst ihr tatsächlich auch hier zwei Hürden überwinden. Ihr seht hier, die Steine liegen circa einen Meter auseinander. Ja, da heißt es auf jeden Fall springen, trittfest oder trittsicher sein und nichts riskieren. Wenn ihr euch das nicht zutraut, dann springt hier auf jeden Fall nicht auf diese Plattform, sondern bleibt lieber dort oben, wo es ein bisschen sicherer ist. Ja. Ich baue jetzt hier mein Equipment auf, weil ihr seht, es geht langsam los hier mit dem Licht. So, und ich möchte euch jetzt mal hier meine erste Herausforderung schon mal zeigen, was meine Positionierung angeht. Also, wenn ich mich hier links positioniere, in etwa so, dann hätte ich ein schönes Querformatbild. Ich möchte aber, dass die Wetterkiefer sich vom Horizont abhebt. Das heißt, ich muss auf jeden Fall weiter runter. Also so in etwa. Dann habe ich aber den Nachteil, dass die Elbe quasi fast verschwindet und Bad Schandau da hinten.
ich finde zwar, dass es so schön aussieht, ich bin jetzt hier auf 24 mm mit meinem Filmobjektiv. Wenn ich da so auf 16 bis 18 mm gehe, dann kriege ich es schon gut drauf. Ich könnte aber auch von dieser Seite hier fotografieren, so. Und zwar ja ein bisschen weiter nach links quasi, um den Sonnenaufgang hinten mit drauf zu bekommen. Dann ist die Elbe aber komplett weg. Wenn ich ein bisschen höher gehe, ist die Elbe wieder da. Dann ist aber die Wetterkiefer wieder nicht im Horizont. Das heißt, ich muss so einen Mittelweg finden, vielleicht irgendwie so, dass es einigermaßen gut aussieht. Hier stehe ich aber jetzt schon wirklich am Rand. Keine Sorge, meine Mutter braucht sich keine Sorgen machen. Ich bin sehr erprobt. Also ihr seht, hier auf diesen 5 Quadratmetern ist doch einiges an Schwierigkeiten zu bewältigen. Also ich werde jetzt hier meinen ersten Shot machen mit dieser Einstellung und von dieser Perspektive. Ich bin jetzt auf, naja, ich würde mal sagen 16 mm, um hier diese schöne Landschaft vollends einzufangen. Bin im Landscape-Format, also quer, um hier einfach so viel wie möglich Informationen oder so viel wie möglich Informationen aus dem Bild rauszubekommen und so viel wie möglich Landschaft zu zeigen. Ich wundere mich ein bisschen, da hinten sieht es tatsächlich ein bisschen nach Regen aus. Also ich bin gespannt, ob das hier jetzt heute noch was wird, ob es wirklich nochmal aufreißt. Wenn nicht, habe ich hier die 40 Minuten Aufstieg heute umsonst gemacht, aber ich glaube, da geht noch was. Ja, und ich habe jetzt kurzerhand hier oben mich mal entschlossen zu duschen. Das seht ihr hier in meinen Haaren, die ja klitschen nass sind. Nee, Spaß, das ist tatsächlich noch vom Aufstieg. Junge, Junge. Also, ja, eine Dusche hier oben wäre ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Jetzt bin ich auch tatsächlich nicht mehr alleine hier. Wahrscheinlich werden die Leute vom Parkplatz jetzt gerade auch hier angekommen sein. Aber es ist schon immer schön, wenn man morgens noch die Ruhe genießen kann, bevor es dann richtig losgeht. Ja, und ich habe mir jetzt gerade mal gedacht, warum nicht auch die Wetterkiefer mal etwas anders in Szene setzen, beziehungsweise hier die Elbe, Bad Schandau und die Sächsische Schweiz. Und deswegen habe ich mich jetzt mal für diese Perspektive hier entschieden. Mit diesem schönen Felsen hier ist auch cool, dass hier noch so eine Pfütze ist. Dass ich quasi die Wetterkiefer als Vordergrund benutze, also so. Finde ich auch sehr schön. Vielleicht auf Blende 2.8, um die Wetterkiefer noch so ein bisschen auszuwaschen. Und das hat den Vorteil, dass die Elbe ziemlich genau Richtung Sonne jetzt fließt. Also sie fließt so eine Kurve Richtung Sonnenaufgang. Man kann hier noch so ein bisschen die Felsen sehen. Also gefällt mir auch super gut hier diese Variante. Ich gehe so ein bisschen weiter runter, in etwa so, um dieses grüne Dach hier unten, dieses Gebäude dann auch nicht mit drauf zu haben. Sieht ein bisschen unschön aus. Aber es ist schon beeindruckend hier jetzt heute Morgen. 10 Minuten vor Sonnenaufgang. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Da hinten ist zwar ein Wolkenband. Ihr seht das. Hier ist der Horizont und hier ist noch dieses Wolkenband. Das könnte mir ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen. Aber hier hört das Wolkenband auf, da wo es regnet. Dass die Sonne auf jeden Fall durchkommen kann.
Also, okay. Also das nenne ich mal wieder fotografisches Glück. Oder nee, nennen wir es einfach mal anders. Nennen wir es einfach mal Können, dass ich diesen wunderschönen Morgen hier jetzt am Lilienstein einfangen darf. Boah, Leute, ich komme hier gerade aus dem Fotografieren nicht raus. Ich mache hier ein Bild nach dem anderen. Jetzt heißt es aber auch echt wachsam sein, weil das handelt sich jetzt immer nur um ein paar Sekunden, dieses Zeitfenster, wo hier alles so schön in diesem warmen Licht ist. Auch hier diese Steine. Also wunderschön. Ich knipse jetzt weiter und ich hoffe, da sind die ein oder anderen Bilder dabei. Also ich bin auf jeden Fall überglücklich jetzt hier an diesem wunderschönen Morgen in der Sächsischen Schweiz. Also ich habe ja schon viele Morgen erlebt, ja, aber dieser Morgen, der war wieder ganz, ganz besonders. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass das Licht mitgespielt hat, dass das Wetter hier mitgespielt hat, dass ich so früh aufgestanden bin. Und ich bin tatsächlich hier jetzt noch alleine an der Wetterkiefer und das war jetzt echt atemberaubend, Leute, atemberaubend. Ey. Und wenn ich da hinten in dieses Tal schaue und den leichten Nebel im Tal sehe, mit dem weichen Licht, oh, ey, das ist so schön, ich zeige euch das mal. Hier dieses wunderschöne Tal und das da hinten meine ich. Nein, das ist nicht Utah, sondern wir sind hier wirklich in der Sächsischen Schweiz. Das sieht wunderschön aus, atemberaubend schön. Also was für ein genialer Morgen, ne? Kann ich auch ein bisschen noch mit der Pfütze arbeiten. Oder hier habe ich auch noch gesehen, eine coole Perspektive hier, so mit so einer Rahmung runter ins Tal fotografieren, das hier unten als Rahmung verwenden. Sieht auch super schön aus. Also man kann sich hier wirklich ausspielen. Nicht zu viel versprochen, ey, nicht zu viel versprochen. Also die Wettervorhersage hat tatsächlich nicht zu viel versprochen heute. Heute Morgen, Sächsische Schweiz. Sonnenaufgang war um 6.30 Uhr. Ich bin gestartet unten am Parkplatz um 5.30 Uhr. Hab dann ca. 40 Minuten oder so 35 Minuten Aufstieg gebraucht. War also noch rechtzeitig hier zu diesem grandiosen Morgen. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Ich habe heute auch viele neue Perspektiven hier an der Wetterkiefer gefunden. Für mich neue Perspektiven jedenfalls. Es ist sicherlich ein sehr bekanntes Fotomotiv und ich glaube, die meisten Landschaftsfotografen in Deutschland kennen diesen Berg und auch diesen Spot. Ich finde aber,
Dieser Spot ist wirklich sehr, sehr vielseitig und hat wirklich viel zu bieten, weil einfach die Wetterbedingungen hier jedes Mal anders sind. Beim letzten Mal hatte ich hier einen unglaublichen Sturm, Orkan, da hat sich die Kiefer hier die ganze Zeit bewegt. Und ich musste mein Stativ festhalten und heute war wirklich ganz klar, ganz ruhiger Morgen hier. Und deswegen habe ich heute Morgen auch auf Langzeitbelichtungen hier verzichtet. Also es hätte überhaupt nichts gebracht, hier jetzt 30 Sekunden zu belichten, weil die Wolken kein bisschen gezogen sind. Und deswegen habe ich einfach drauf verzichtet und nur kurze Belichtungszeiten angefertigt. Ich bin gespannt auf die Bearbeitung, bin gespannt auf die Bilder und ja, ich bin auch gespannt, was ihr zu sagen habt zu dem Video bzw. hier zu diesem Spot. Wart ihr auch schon hier in der Sächsischen Schweiz? Wenn ja, wart ihr auch an der Wetterkiefer oder ja, an der Basteibrücke? Das würde mich auch mal total interessieren. Die steht bei mir jetzt auch nochmal auf dem Plan, die Basteibrücke. Die werde ich aber ein andermal besuchen, nicht heute und auch nicht in diesem Video hier. Ja, wenn dir das Video heute gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über den Daumen nach oben. Und solltest du dem Kanal hier noch nicht folgen, dann freue ich mich genauso über das Abonnement. Und schau auch gerne bei Instagram vorbei. Meine besten Bilder sind zu finden unter Travel Meets Art. Würde mich freuen, wenn du da mal vorbeischaust und vielleicht auch mal ein Abo dalässt oder mir einfach eine Nachricht schreibst. Leute, ich kann eigentlich jetzt nur noch sagen, schön, dass ihr dran geblieben seid. Schön, dass ihr dabei wart. Passt alle auf euch auf. Bleibt vor allem gesund. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao. Wow. Da muss ich doch noch mal knipsen gehen. Hi, ich bin's nochmal, Leute. Heute am Ende des Videos gibt es noch einen ganz besonderen Service. Und zwar habe ich mich dazu entschlossen, jetzt nicht den Weg runter zu gehen, den ich nach oben gegangen bin, sondern quasi den Südabstieg zu wählen, um einfach zu schauen, welcher Weg, naja, der entspanntere ist. Ja. Also wer hier morgens früh sich um 5 Uhr hochschleppt, der soll ja auch möglichst einen entspannten Weg haben. Und deswegen wird es den Rückweg diesmal über die Südtangente geben. Und hier kommt man, Südtangente. Und deswegen wird es den Rückweg heute über den Südabstieg geben. Hier kommt man auch noch an weiteren Felsenformationen und tollen Aussichtspunkten vorbei. Und einen davon, den möchte ich euch gerne nochmal zeigen. Also die Wetterkiefer ist dort hinten, circa 100 Meter weiter. Und wenn man hier diese Felsen entlang marschiert, dann sehen wir hier in diese Richtung auch einen super schönen Ausblick. Und hier unten ist der Ort Königstein. Und hier oben ist eine Festung, eine Burganlage, Festung Königstein. Und die, finde ich, ist auch absolut ein Highlight. Ich habe sie selber noch nicht besucht. Ich glaube, man kann sie aber durchaus besichtigen und das werde ich vielleicht auch heute im Laufe des Tages noch tun. Also wenn ihr hier in der Gegend seid, ihr wisst, es gibt nicht nur Lilienstein-Bastei, sondern auch noch ganz, ganz viele andere tolle Fotomotive. Ja, und hier könnte man auch diese wunderschönen kleinen Wasserlöcher, die sich hier in dem Gestein befinden, auch nochmal als Vordergrund verwenden, um einfach auch ja, das Bild attraktiv aufzubauen, so in etwa, könnte das auch funktionieren. Die Lichtbedingungen sind jetzt natürlich nicht mehr so super, aber ich glaube, das könnte auch funktionieren zum Sonnenuntergang, weil dort hinten wird die Sonne untergehen. Ja, und ihr seht, der Weg hier oben ist eigentlich recht schön. Wenn man einmal auf dem oberen Plateau angekommen ist, dann geht es eigentlich auch nur gerade. Und die Wege hier, die sind schön eingezäunt, also man sollte die Wege hier auch nicht verlassen. Wir befinden uns ja in einem Naturschutzgebiet oder Naturpark und deswegen sollte man hier auf den Wegen bleiben. So, Beschilderung ist hier nicht ganz optimal, gibt nämlich fast gar keine. Hier muss man sich jetzt erstmal orientieren, links oder rechts. Und ein Haus gibt es hier oben tatsächlich auch, sieht aus wie eine Wirtschaft. Hat aber jetzt zu dieser Jahreszeit hier im April offensichtlich noch geschlossen. Also hier gibt es Bier und hier ist ein schöner Biergarten. Also ich glaube im Sommer kann man sich hier auch schön gemütlich machen. Ja, ihr seht also, hier
wird es auch Treppen geben beim Südabstieg. Treppen aus Stein, durch den Stein geschlagen hier. Es wird aber auch noch Metalltreppen geben bei dem Südabstieg. Aber es sind hier gute Geländersicherungen. Also wenn es nicht gerade spiegelglatt ist, dann ist das absolut machbar. Ja, wer einmal von dort oben, da oben ist das Plateau, runtergekommen ist über die ganzen Treppen, Stufen, dann gelangt man hier auf diesen Weg. Das ist also eigentlich ein relativ ebenerdiges Plateau. Man sieht, man ist schon fast hier auf Ebene der Wiesen. Und hier geht es jetzt ganz leicht bergab Richtung Parkplatz. Ja, ob ich jetzt sagen würde Nord oder Süd, kann ich gar nicht genau sagen. Ich würde sagen, es hält sich tatsächlich die Waage auch von der Entfernung bzw. auch von der Zeit her. Deswegen ist es, glaube ich, total wurscht, welchen Weg ihr geht. Auf jeden Fall könnt ihr hier nicht mit dem Kinderwagen oder mit dem Fahrrad hochkommen. Das ist durch die Treppenstufen natürlich ausgeschlossen. Ja, der Vorteil ist, wenn man als erstes morgens kommt, dann hat man auch den ersten Parkplatz und ja, das ist manchmal auch von Vorteil. Ich habe jetzt eine halbe Stunde gebraucht hier für den Abstieg, also ich würde sagen, gibt sich nicht viel, wie schon vermutet, und deswegen ist eigentlich total egal, welchen Weg ihr verwendet. Ich hoffe, euch hat hier der Abstieg jetzt nochmal gefallen oder die Informationen vom Abstieg. Ja, verabschiedet habe ich mich ja eben schon. Ich hoffe, euch hat dieser kurze Abstieg hier auch nochmal ganz gut gefallen. Und ich sage aber trotzdem nochmal, Leute, passt alle auf euch auf. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao.